Jetzt ist da ein Käse, um was geht es da? Da geht es darum, dass wir von den ganzen Ländern zum 150-Jahr-Jubiläum gesagt haben, uns nennt man auch etwa Käseblatt und dann haben wir gefunden, machen wir eine gute Idee an der Siga. Wir machen einen Weltrekordversuch und haben zusammen mit der Ortsgemeinde, den drei Ortsgemeinden und den Alpen einen Käse produziert. Wir hoffen, dass er den Weltrekord schlägt, das heisst, er muss über 193 Kilo schwer sein. Den haben wir produziert für uns, jetzt wird er gewogen und dann sind wir gespannt, ob das ein Weltrekord ist oder nicht. Und für uns ist es natürlich eine lässige Sache, dürfen wir hier als ganzer Länder mitmachen und das präsentieren. Aber das schreckt kein Geissen weg. Käse ist wichtig und Käseblatt ist insofern wahrscheinlich sehr, sehr wertschätzend gemeint. Ja, natürlich. Das ist absolut wertschätzend gemeint. Und Käse ist in unserer Region sehr wichtig. Wir haben einen Haufen gute Superalpen, die sehr qualitativ sehr hohen Käse produzieren. Wir sind stolz darauf, im ganzen Land so viele gute Käserehen zu haben. Und umso mehr schätzen wir es, dass wir jetzt hier dürfen, einen so grossen Käse präsentieren. Zusammen mit der Ortsgemeinde von Flums. Und wir hoffen, dass es klingt. Ja, natürlich. 2 Minuten vorher, mit dem Mikrofon vorbei, sieht man den Käse. Was denkst du so? Bringen das her? Ja, das ist schwierig, aber ich hoffe es. Für mich ist es schwierig zum Abschätzen, aber ich hoffe es, dass es klingt und ich bin zuversichtlich, dass es klingt. Genau. Meinst du, stimmt da euer Sögli? Logisch, sicher genau. Ob der Käse schwer ist, das kommt dann aus. Im Flumserzelt? Ja. Ist ja unglaublich, dass man den Käse im Flumserzelt misst. Ne? Ja. Aus der ganzen Länder. Ja. Bist du schuld, wenn du sagst, es sei ein Käseblättchen? Ja, das, so etwas habe ich noch nie gesagt. Nein? Nein, wir produzieren nur wunderbaren, feinen Käse. Geht denn das zusammen? Sicher, Melzer. Das geht immer. Als Melzer, wir sind da natürlich offen und wir haben eine lange Freundschaft miteinander. Melzer, Flums, das passt immer. Christoph? Ja, ich sehe es genauso. Immer besser. Unglaublich, was der Käse alles verbindet. Das ist super, genau. Nicht nur der Käse, aber auch der Käse. Natürlich. Und darum braucht es aber das Käseblättchen? Das braucht es unbedingt in dieser Region. Das ist wichtig, ist ein wichtiger Bestandteil. Wir sind stolz auf das ganze Länder, absolut. Tag miteinander, ich freue mich wahnsinnig, dass das Interesse an unserem Käse so gross ist. Wir probieren heute einen Weltrekord. Der grösste Alpkäse, den es je gegeben hat. Ich sehe einen Haufen bekannte Gesichter, ich sehe auch Leute von Behörden. Ich will nicht, wir haben die Medien hier, ich will es nicht unnötig zu lang machen. Ich bedanke mich pauschal bei allen, die dazu beigetragen haben, dass wir so einen wunderbaren Käse heute hier haben. Und ein ganz, ganz spezieller Dank geht an das Gocht-Team. Sie geben uns die nächste halbe Stunde hier Gastrecht. Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben hier die halbe Beiz abgebaut. Und danke vielmals, dass wir das hier bei euch dürfen machen. Gut, bei mir vorne die drei Herren, der Marco Gadien, der ist Präsident von der Ortsgemeinde Flums-Grossberg. Die drei Ortsgemeinden, oder vor allem einmal Grossberg und Flums, du korrigierst mich, wenn ich etwas falsch sage, Flumsdorf, die betreiben die Alpkäserei zusammen mit der Alpkorporation und auch der Flums-Kleiberg. Die Ortsgemeinde liefert den Käse ab und natürlich einen Haufen Alpen. Dann der Gemeindepräsident von Flums, Christoph Gull, ist hier. Er repräsentiert hier das Gastge oder das Zelt der Gastgemeinde. Auch Sie geben uns hier heute kurz Gastrecht. Danke auch dir und der ganzen Gastgemeinde, dass wir hier sein dürfen. Und last but not least natürlich, das ist mein Chef, das ist der Bruno Gothe, Verwaltungsratspräsident von der SL Druck und Medien AG. Ja, Marco, Hand aufs Herz und wir sind ganz unter uns. Wo wir dir angerufen haben und gesagt haben, wir brauchen einen Käse für die Ziegen, einen Käseblattkäse und der muss etwa 200 Kilo haben. Was hast du gedacht? Ja, was auch nicht gedacht. Ja, ist eine Herausforderung, aber wünschen ist erlaubt. Und nachher ist es darum gegangen, in kurzer Zeit probieren, organisieren, ob das überhaupt geht, ob das möglich ist, ob das mit unserer Anlage möglich ist. Und ja, hat ein paar Telefon gebraucht, ein paar Tage Bedenkzeit und nachher haben wir in das Abenteuer in Angriff genommen. Eben, gell, es war nicht so, gewesen, wie man sich das vorstellt, dass du und deine Käser einmal am Morgen im Käsekeller sind und schnell den Käse gemacht haben. Wir haben auch grosse Unterstützung gehabt, da muss ich auch noch einen Dank aussagen. Bruno Bischof von der Bischof-Anlagebau. Ihr habt nämlich so gerne müssen Werkzeug herstellen, dass ihr den Käse überhaupt käsen könnt, oder? Ja, das ist richtig. Und da sind wir sehr froh gewesen auf unserer Einrichtungsfirma. Das ist Bischof AG in Waldkirch. Und wirklich, wir haben die Unterstützung gebraucht, weil so ein Käse machen braucht eine spezielle Form. Die muss speziell hergestellt werden. Nicht nur
der Ring, sondern auch der Aufsatz drauf und alle Pressmöglichkeiten und vor allem auch das Know-how. Ihr müsst vorstellen, auch so einen Käse hat jetzt bei uns noch niemand gemacht, noch niemand probiert. Es ist eine einmalige Möglichkeit, eine einmalige Chance, die man hat. Und man hat die letzte Alpmilch für das gebraucht. Und wir haben nur einmal die Chance gehabt, um das zu machen. Und es hat entsprechend viel Vorbereitung gebraucht. Und auch das Fachwissen von unseren Käsern. Und ja, gewisses Nervenpotenzial ist natürlich auch zwingend nötig gewesen. Eben, gell, wir wollen, das ist mir ganz wichtig, dass wir das nochmal hier transparent sagen. Es ist ein inoffizieller Weltrekord. Es gibt im Guinness-Buch gar keine Kategorie Alpkäse. Das gibt es nicht. Es gibt nur einen grössten Käse. Der ist von Holland. Das ist dann aber noch ein bisschen eine andere Baustelle, ob man die ganze Milch hier von den Alpen muss nehmen oder ob man einfach Milch nehmen kann, wie man will. Aber wir haben lang recherchiert, du weißt das, 193 Kilo ist der bisherige Rekordhalter von der Alp Tröligen im Muttertal. Das ist dann, wir haben auch im Ausland nachgefragt, geschaut, finden wir irgendwo noch etwas Schweres. Also nach bestem Wissen und Gewissen, der jetzige Rekordhalter hat 193 Kilo. Ja, jetzt geht es natürlich darum, schaffen wir den Weltrekord. Kannst du noch ein bisschen erzählen? Eine gewisse Ungewissheit, die wir beide haben, ist halt, wie viel Käse oder wie viel Flüssigkeit hat er verloren, gell? Was hast du eine Einschätzung? Ja, auch das ist sehr schwierig. Wir rechnen Maximum 10%, eher für 6-7%, dass er Verlust hat. Aber wie gesagt, wir wissen selber nicht, wie schwer es ist. Wir haben jetzt die Sechsten reingelupft und jeder hat das Gefühl, er hat viel gelupft. Und von dort her ist, hoffen wir. Wir leben ein bisschen in der Hoffnung im Moment. Und haben, wir hoffen, er hat jetzt zwei vorne zwei. Und sonst sehen wir dann mich und der Reto im Notausgang verschwinden. Jeder Franken ist es wert, ist eine lässige Sache. Ich danke jetzt schon allen, die hier mitgeholfen haben, vor allem den Käser, die geschaut haben, dass so ein grosser Käse zustande kommt und wir sind gespannt, ob es auch gelingt mit dem Weltrekord. Ich bin auch positiv, es kommt gut. Jetzt ist es ja so, wir, das darf man auch noch sagen, dass der ganze Länder feiert ja das Jahr 150 Jahre. Der Käse ist ein Teil von unserem Jubiläumsprogramm. An unserem Stand hat es die ganze Zeit weiter durch einen Haufen Attraktionen. Der SL-Druck und die Medien AG, uns geht es gut. Trotzdem sind wir ehrlich, auch wir kämpfen in einem schwierigen Umfeld. Wir müssen um jedes Abo schauen. Jetzt stehen wir hier am 150-Jahr-Jubiläum. Warum dürfen unsere Nachfolgerinnen und Nachfolger hier auch noch 200 Jahre feiern? Weil ich glaube, erstens sind wir gesund. Das ist ja so. Wir stehen auf gesunden Beinen. Das ist nicht selbstverständlich in unserer Branche. Und wir haben natürlich gute Teams, Redaktion, wie auch alle anderen Mitarbeiter, Druck, Vorstufen etc. Wir haben tolle Teams, die schauen, dass wir Alltag sehr gut als Ergaserländer erstellen. Auf der anderen Seite alle unsere Druckprodukte, die unsere Kunden bei uns bestellen und machen, die sind in der hohen Qualität. Und ich glaube, das wird geschätzt. Und darum glaube ich, sind wir auch noch mit dem 200-Jahr-Jubiläum, wird es uns weiterhin gehen. Ich bin da zuversichtlich und danke. Also ich habe zwar vorher gesagt, das sei ein inoffizieller Weltrekord. Beim Wägen ist es aber so, dass wir sehr offiziell unterwegs sind. Wir haben den kantonalen Eichmeister da, den Toni Mannhardt. Also was da am Schluss rauskommt, das ist so. Sie haben da lange eingeredet, aber das kannst du wahrscheinlich besser sagen, Marco. Erklär uns schnell das Wägeprozedere, das wir jetzt dann gleich durchführen. Der Käse ist auf einem Brett. Und das Brett, wir haben zwei dieser Bretter, wo man jeweils den Käse mit Kehren hat müssen. Das sind die gleich schweren Bretter, wir haben die gewogen. Das Brett ist jetzt austariert, also jetzt haben wir ein Minus drauf. Das sind effektiv, das Gewicht, das anzeigt, ist das Nutzgewicht vom Käse. Also nicht, dass man das Brett gehört auch noch dazu. Also das ist, und wie gesagt, wir haben hier den Eichmeister in Person. Er tut sich das nicht erlauben, einen Fehler zu machen. Das wissen wir alle. Mann. Und ja, ich glaube, wenn alle parat sind, dann bitte ich die entsprechenden Herren führen zu kommen. Es braucht mindestens 5, lieber 6. Und nachher täten wir den Käse auf die Waage runter. Dann schauen wir in die Scheuche unten, ob es klappt. Und wenn es 2 vorne ist, dann ziehen wir den Sablumpen weg und so schauen wir drauf. Und nachher, im Anschluss, schneiden wir den Käse anschneiden. Auch das ist eine Zeremonie. So einen grossen Käse hat kein Messer, da tun wir mit einer Seite. Da haben wir dann unseren
Chef vom Anlagenbau, der Bruno Bischof. Dort uns der Käse den ersten Schnitt machen. Und nachher weitere Schnitt tun wir ihn natürlich in Hierarchie den Verwaltungsratspräsidenten. Könnt ihr hier auch probieren, eine Scheibe abzuschneiden. Es gibt dann nachher auch den Käse zum Probieren. Wir tun ihn gerade vor Ort kleine Portionen machen. Könnt ihr probieren. Also, es braucht jetzt eine gewisse Zeit und nachher hat jeder einen möglichen Käse. Wie gut das er ist, wissen wir nicht. Wie er einwendig aussieht, das ist eine Riesenüberraschung. Weiss niemand. Und ja, wir hoffen jetzt, es klingt alles. Gut, darf ich bitten, die Leute, die wir vorher aufgeboten haben, dass die alle führen können, zum Ablupfen. Gut, der Käse ist heil auf der Waage, das ist einmal schon so viel. Und jetzt muss jetzt der Eichmeister noch das Geheimnis lüften. Oder der Marco schaut jetzt mal vorsichtig unter, machen den Not aus. Er bleibt da, es sieht gut aus. Also, zur Erinnerung, 193 Kilo müssen wir schaffen. Marco, du ziehst das Zug weg. 3, 2, 1 und... 254,9 Kilo! Gut, Marco, wir bleiben jetzt wirklich da, gell? Gut, er ist heil wieder auf dem Tisch. Das Brett heben. Jetzt sind wir eins. Nein, auf Kante. Weißt du, was jetzt da vorkommt? Wir haben natürlich viele kleinere Durchmesser in unserem Käse. Die sind vielleicht 4 Kilo und Emmentaler. Rechne damit sind 20 und mehr Kilo. Hast du den ganzen Wagen noch ein bisschen? Hat man gewisse Käse müssen. Aber vom Geschmack her, ja, wir lieben von unserem Bergkäse und nicht den Emmentaler. Da noch Witz. Ja, das glaube ich, wenn wir auch. Top, gut. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber wir sind glaube auf Nummer sicher gegangen und haben 1600 Liter, glaube ich, reingelegt. Da müsste ich jetzt aber den Marco fragen. Ja, von mir ist es ja, der Marco ist jetzt gerade am Arbeiten, der frage ich dann nachher noch, sind die Tanker viel mal lieb. Ich glaube, sie sind hier am Messen und am Einritzen. Ja, zum Thema auch. Ja, ja, also sind links sind zwei Tische, damit in der Mitte ein Loch ist, sagen wir ein Spalt ist, damit man die Seiten auch durch die Tür macht. Gut, der grosse Moment ist gekommen. Es schneit. Jawohl, der Käse ist halbiert. Applaus für die Herren, die das hier. Wow, durchgreift, glaube ich, von mindestens Mini Leiermann.